Moin moin und willkommen zu einem kleinen Cities Skylines Video bezüglich TMPE. Und hier soll es einmal speziell um Busse gehen und um zeitgesteuerte Ampeln. Da möchte ich einmal an dieser Situation hier zwei Dinge zeigen. Ich habe jetzt hier diesen lilanen Supergelenkbus aus dem Vehicles DLC, aber ich glaube, dass es ein Gelenkbus ist, macht keinen Unterschied. Und hier habe ich eine Bushaltestelle, hier warten ein paar Leute. Und die Route für den Bus, die können wir uns auch mal eben anschauen. Die geht jetzt hier rechts. Ups, wieso habe ich so ein Riesengebäude hier? Ach scheiße, jetzt sieht man das nicht. So, die geht hier auch rechts rum, läuft dann hier lang. Hier ist auch eigentlich keine weitere Haltestelle und die nächste Haltestelle wäre dann hier. Und was jetzt hier auch passiert, ist, dass der Bus, anstatt dass er auf der rechten Spur fährt, die meistens komplett frei ist, ich zeige nochmal, weil man es in der Mitte nicht sieht, wie ich die Spuren hier eingestellt habe. Man sieht hier die linken beiden Spuren können nur nach links abbiegen und die rechte Spur kann nach rechts abbiegen. Und jetzt gucken wir uns mal eben an, was der Bus gleich tut. Und er wird dann höchstwahrscheinlich von hier einmal hier quer durchziehen, entweder auf die ganz linke Spur oder auf die mittlere Spur. So, da ist er. Da lädt er jetzt seine Leute gerade ein. Da waren gerade 100 drin und jetzt hat er wieder 100. So, und jetzt, man sieht hier, er hat eigentlich den, den und den, also so drei Fahrzeuge vor sich und dann wäre eigentlich die ganze Spur hier frei, sodass er hier schön schnell abbiegen könnte und er will ja auch nach rechts. Also wäre es eigentlich die einzig richtige Spur zu nehmen. Wenn ich jetzt mal laufen lasse, dann ist die KI gleich irgendwie der Meinung, dass es so cooler wäre, wenn man hier einmal die mittlere Spur rüberzieht und dann von der mittleren Spur, obwohl er das gar nicht soll, nach rechts abzubiegen. Macht irgendwie für mich wenig Sinn. Und das ist kein Einzelfall, das können wir uns gerne an dem hier auch nochmal angucken. Das passiert eigentlich die ganze Zeit. Und ich habe hier auch keine besondere Spurzuweisung oder so, dass er das irgendwie tun soll. Ah ne, hier kann man das gar nicht machen. Ich habe sogar hier diese Spurwechsel überall erlaubt. Also der darf auch überall die Spuren wechseln. Und ja, für mich ist es eigentlich nicht ganz klar, warum er das macht. Aber ich kann euch einmal zeigen. Jetzt macht er es wieder. Es ist alles frei. Er könnte hier so durchbrettern. Aber nein, er muss sich hier hinter anstellen und er verbraucht jetzt sinnlos die Zeit hier. Er könnte jetzt schon längst durchgefahren sein. Genau. Und dann zeige ich euch einmal, wie man das umstellt. Und zwar muss man dafür in die Optionen gehen. Und dann gibt es hier bei den TMP-Optionen. Das war bei mir defaultmäßig an unter Richtlinien. Busse dürfen Richtungspfeile ignorieren. Da steht zwar dürfen, aber in diesem Fall macht er das ja sogar, obwohl er es gar nicht muss. Also es wäre sogar schneller, wenn er es nicht machen würde. Aber ja, scheinbar keine Ahnung, ob das Setting ihn dazu zwingt. Jetzt habe ich es mal ausgestellt. Jetzt können wir uns den mal angucken. Ah, vielleicht war es dafür schon zu spät, dass er schon seine Route gewählt hatte. Wahrscheinlich wird es erst beim nächsten greifen. Nochmal, aber hier haben wir wieder die gleiche Situation. So, da kommt der neue. Der müsste jetzt eigentlich mit dem neuen Setting arbeiten, dass er dann diesen Richtungspfeil nicht mehr ignorieren darf. Und hier sehen wir es einmal, das ist ein reiner Linksabbiegerpfeil. So, Meister. Und zack, er fährt durch und kommt hier lang. Man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt sehr speziell auf diese Situation, habe ich mir das angeguckt. Ich weiß nicht, welche Auswirkungen das auf so eine ganze Stadt haben könnte. Ne? Da muss man halt vielleicht sich auch nochmal zwei, drei Stellen angucken. Das kann natürlich auch dazu führen, dass an anderen Stellen irgendwie der Verkehr wesentlich schlechter laufen wird. Genau. Und eigentlich hatte ich jetzt sogar vor, hier eine zeitgesteuerte Ampel noch einzubauen, weil hier bisher immer bis in die letzte Reihe alles blockiert war, aber das hat sich irgendwie
Komischerweise jetzt gerade aufgelöst. Weiß nicht, ob es mit dem Bus-Setting zu tun hat, aber ja, er fährt jetzt hier schön auf der rechten Spur, bleibt auf der rechten Spur, fährt hier ab, hält hier an und dann wird er wahrscheinlich, hier darf er ja in beide Richtungen, da sollte es auch kein Problem geben. Aber wir haben auch hier immer einen Stau und vielleicht kann ich das nochmal nutzen, um einmal die zeitgesteuerten Ampeln zu demonstrieren. Im Moment habe ich hier folgende Settings. Ich habe hier, dass diese große Straße komplett auf Vorfahrt ist. Also hier ist sowohl Vorfahrt gewähren als auch hier. Und an dieser Stelle dürfen zwei nach links, zwei nach rechts. Und hier dürfen zwei nach links, einer nach rechts. Genau, und dort könnte ich jetzt mal zeitgesteuerte Ampeln einrichten. Und zwar möchte ich die so einrichten, dass wenn von hier ein Auto kommt und das geradeaus durch will, dass das sowohl hier grün hat als auch hier grün, so eine quasi so eine grüne Welle in dem Sinne. Und das kann man ganz gut machen mit dem, auch mit dem TPE-Mod. Und zwar gibt es hier zeitgesteuerte Ampeln. Was ich jetzt tun muss, ist, ich muss das hier selecten und ich muss das hier selecten, dass die beide orange sind. Jetzt habe ich hier zwei Knotenpunkte. Und jetzt sage ich hier zeitgesteuerte Ampeln einrichten. Und die zeitgesteuerten Ampeln funktionieren immer in Schritten. Also wir machen jetzt quasi, oder Schritte sind in diesem Fall quasi so Ampelphasen. Wir machen jetzt quasi unseren ersten Schritt. Und für den ersten Schritt sagen wir einmal, muss hier immer so gucken, diese Ampel, wenn man von hier guckt, ist ein bisschen irritierend, weil diese Ampel gehört eigentlich hierzu. Also da aufpassen, diese Ampel ist für geradeaus. So, und der erste Schritt, den ich jetzt konfigurieren würde, wäre einmal hier grün. Dann wollen wir, hier gibt es nur geradeaus Pfeile, die können dann auch grün haben in der Phase. Und die, die hier von der Seite kommen, die sollen rot haben. Und dann wollen wir auch hier grün haben. Und da müssen wir darauf achten, die wollen natürlich hier abbiegen. Und bei dem müssen wir jetzt aufpassen. Den können wir jetzt nicht grün an auch machen, weil der hat hier Abbiegerspuren. Das heißt, die, die von gegenüber kommen, die sollen freie Fahrt haben. Und um das steuern zu können, um diese Pfeile hier differenziert steuern zu können, muss man einmal hier auf Change Mode klicken. Dann kriegt man hier zwei Ampelsymbole. So, und jetzt könnten wir sagen, die Linksabbieger haben rot. Geradeaus darf aber grün haben. Genau, und die beide Seitenstraßen müssen jetzt warten. Genau. Und das ist jetzt erstmal das Setting. Zu dem Setting kann man jetzt noch hier eine Mindestzeit und eine Maximalzeit angeben. Und die Mindestzeit, das sind quasi Sekunden, glaube ich. Und da könnte ich jetzt mal sagen, die Grünphase muss, keine Ahnung, mindestens 8 Sekunden dauern. Kann maximal 14 Sekunden dauern. Und der scannt da immer, ob noch Autos da sind. Also wenn zum Beispiel hier keine Autos sind und hier keine Autos sind, dann und vielleicht auch hier, also der guckt ja auch nochmal den Gegenverkehr, also eigentlich letztendlich überall vor den grünen Ampeln. Wenn da überall nichts ist oder sehr wenig ist, dann wird er nach 8 Sekunden gegebenenfalls früher als 14 Sekunden schon in die nächste Phase gehen. Und wie stark dieses Zeitverhältnis da reinspielt, das kann man hier bei der Empfindlichkeit einstellen. Wenn man, hier gibt es nämlich niedrig und hoch, und wenn ich jetzt mal hier zu hoch gehe, dann sagt er extrem kurze Rot-Grün-Phasen. Und damit ist es halt sehr empfindlich. Und wenn ich eher runtergehe, dann gibt es eher längere. Also dann tendiert er eher zu diesem Max-Wert anstatt zu dem Min-Wert. Ich würde jetzt hier mal auf 0,5 gehen und das mal so testen. Und dann können wir diesen Schritt jetzt einmal hinzufügen. Und jetzt müssen wir einen zweiten Schritt machen. Und der zweite Schritt ist jetzt wieder das gleiche. Wir stellen die Ampeln um. Und jetzt wollen wir einmal gucken, dass wir vielleicht noch diese Linksabbieger hier durchkriegen. Das heißt, die kriegen grün. Geradeaus kann dann natürlich auch weiterfahren. Dann sollten aber die, die von hier kommen, nicht unbedingt weiterfahren,
Weil wir ja hier einfach eine freie Welle haben wollen und da durchkommen wollen. Und auch die sollten nicht fahren. Das Einzige, was man machen könnte, wäre den rechten hier noch lassen. Dann könnte der hier auf die linken Beinspuren vielleicht und der auf die rechte. Das könnte ich nochmal probieren, dass ich hier den Mode change und den rechten zumindest abbiegen lasse. So. Hier haben wir weiter grün. Dann können wir auch den hier auf grün belassen. Und den können wir eigentlich auch noch auf grün belassen. Dann muss er halt im Zweifel hier warten. Oder wir sagen. Wir machen den rot und lassen stattdessen schon mal die von hier rechts raus. Könnten die schon mal hier reinfahren in die Straße und ich glaube sogar, ich mache es anders. Ich habe mich umentschieden. Ich lasse die hier nicht mehr geradeaus fahren. Die hier auch nicht. Und dann kann ich nämlich hier wirklich beide Richtungen öffnen. Dann können die einmal raus. Und der hier kann links abbiegen. Und was man auch noch machen könnte, wäre. Warum habe ich. Ja, den habe ich auch auf Rot. Dann könnte man hier noch den, glaube ich, freigeben. Bin mir nicht sicher, ob ich da gerade viel sinnvolles Zeug mache. So, wir haben jetzt. Oder ich habe relativ wenig Verkehr immer von dieser Seite kommend, sodass hier auf dieser Spur immer extrem wenig stehen. Daher gehe ich jetzt hier einmal auf kurze Rot-Grün-Phasen für diesen Schritt und mache sogar mal 7 und 12 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was das bringt, aber geht ja erstmal darum, das Prinzip zu erklären. So, und jetzt machen wir noch den letzten Schritt. Und wir müssen auf jeden Fall noch diese linke Spur hier auch durchlassen. Den Schritt haben wir noch nicht. So, da machen wir einmal auch den grün. Und da würde ich sagen, den rot. Hier alles rot. Die beiden. Ne, ich will eigentlich, dass die hier schnell durchkommen. Dann sage ich hier grün. Der darf nach hier reinfahren. Ja, ich glaube, das müsste passen. Ich stelle das mal wieder auf 0,5 und sage hier auch 8 und 14. So, und jetzt habe ich hoffentlich nichts vergessen. Es gibt noch Fußgängerampeln, die habe ich im Moment alle auf Auto stehen. Das ist, glaube ich, relativ kompliziert, die einzuschalten. So, jetzt gehe ich mal auf Anfang. Und jetzt kann man hier sich so Zähler anzeigen lassen. Da sieht man dann immer, wann die grün und rot haben. Und man könnte auch einmal die ganzen Phasen einmal durchgucken. So, wir haben jetzt die zweite Phase. Warte, ich mach mal. So. Jetzt muss ich mal eben schauen, ob das alles passt. Die beiden haben jetzt beide grün. Der kann nach links und der kann nach rechts. Und hier sieht man auch schon, der hat 23 Sekunden grün, weil der in der nächsten Phase auch noch grün hat. So, die dürfen nicht fahren und die dürfen auch nicht fahren, sodass die hier beide eigentlich gefahrlos raus können. Hier haben wir den auf grün, das heißt, die können noch durchfahren. Und hier haben wir den rechten auf grün. Eventuell könnten, ne, die könnten sich da, ja, wenn der zumindest hier auf der rechten Spur bleibt, könnten die sich. Na, ich glaube aber, hier ist was falsch, weil ich habe hier zu viele Grüne, glaube ich. Oder? Ne, das ist der rechte. Das ist der rechte. Und hier haben wir. Ja, eventuell war das zu viel. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich mache mal eben das Menü aus. So, wir gucken mal erstmal, wie das float. Wir haben jetzt zum Beispiel eine relativ lange Warteposition. Die haben jetzt alle grün bekommen. So, die können, haben jetzt grüne Welle. Die können hier rüber und die können über die Ampel. So wie ich es eigentlich ursprünglich haben wollte. Hier sehen wir auch nochmal den Bus. Oh, okay, der hat schon grün bekommen. Ich wollte schon sagen, warum fährt er über rot? Aber nur die Rechtsabbiegerspur ist auf grün, weil die halt hier von links reinkommen. Das heißt, diese zwei linken Spuren, die warten hier schön. Irgendwann werden dann gleich die hier rot bekommen und dann dürfen die höchstwahrscheinlich hier raus. Genau, jetzt können die raus.
Hier stauen sich jetzt die Autos wieder auf und hier, so, zack, grüne Welle, alle können so durch. Und jetzt können die hier, die sich schön hier angesammelt haben. Und im Moment scheint es ganz gut zu funktionieren. Wir haben nirgendwo einen Stau, der sich halt extrem weit aufstaut. Und wenn das so ist, dann kann man halt immer die Phasen noch individueller einstellen. Dann macht man halt die maximale Zeit höher oder die minimale Zeit höher oder den Regler, so dass er eher mehr auf die Max-Phasen hört. Aber wir können jetzt hier nochmal speziell auch auf den Bus achten, wie lange der zum Beispiel warten muss. So, da steht er jetzt, weil die hier gerade von links durch rasen und jetzt kann er schon fahren, zack. Haben wir hier ein paar auf dem Mittelstreifen. So, die können los und die anderen kommen auch hinterher. Zack. Ja, es läuft eigentlich ganz gut. Jetzt dürfen die wieder raus und die wieder raus. Ja, und so kann man halt mehrere Ampeln zusammenschalten, wo das halt sinnvoll ist. Man kann sich natürlich auch jetzt mega aufwendig hier so eine mega lange Grünphase machen, die dann eigentlich quasi einmal hier rumgeht und aber das ist halt sehr, sehr, sehr aufwendig, weil man die halt nicht alle gleichzeitig auf grün machen kann, sondern die natürlich auch immer so ein bisschen. Man muss ja natürlich noch die Zeit, die die von hier brauchen, bis zur nächsten Ampel auch nochmal mit allen einkalkulieren und dann hier etwas später auf grün schalten als hier. Hier sind die jetzt relativ nah zusammen, weswegen ich die halt alle synchron geschaltet habe. Aber man kann natürlich beliebig viele Schritte machen. Ja, das soll es soweit erstmal zu den weitgesteuerten Ampeln und dem Setting für die Busse sein. Und ja, vielleicht könnt ihr damit auch bei euch nochmal eine kritische Situation auflösen. Falls euch das Video geholfen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert gerne den Kanal für weitere Cities Skylines Videos. Ansonsten einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.